Ja, hallo zur zweiten Folge der Bildautomation mit JavaScript. In dieser Folge lege man Git-Repository auf GitHub an, erzeuge mit npm daraus ein Node-Modul, füge eine Abhängigkeit hinzu, ja, und dann bauen wir daraus einen kleinen Webserver mit dem Express-Framework. Viel Spaß! In der letzten Folge haben wir eine JavaScript-Datei erstellt und haben die mit Node auf unserem Rechner einfach ausgeführt, außerhalb vom Browser. Und wir haben auch schon ganz low-level, sage ich mal, einen kleinen Webserver implementiert, indem wir da einfach den Code übernommen haben. Das hat schon mal funktioniert. Jetzt gehen wir auf die nächste Stufe und wir verwenden für den Webserver ein Modul, ein Node-Modul, und wir schreiben unseren Server auch als Node-Modul. Ja, und im Ganzen noch einer oben drauf zu setzen, beginnen wir auch gleich mit einer Versionskontrolle. Wir richten uns als allererstes ein Git-Repository ein. Ja, Git muss man nicht unbedingt nehmen für dieses Beispiel. Wer es nicht machen möchte, kann diesen Schritt auch weglassen, kann eine andere Source-Code-Verwaltung nehmen. Wir verwenden GitHub. Ja, ein öffentlicher Git-Hoster. Wer möchte, kann auch einen anderen verwenden oder sein eigener Git-Server. Ja, ich bin jetzt hier mal auf meiner Seite bei GitHub und erstelle mal ein neues Repository und nenne das Repository mal MyServer1. Description gebe ich auch mal ein. MyFirstNodeServer, öffentliches Repository. Ich möchte eine README-Datei, da soll er mal gleich eine anlegen, und ich kann ihm sogar sagen, er soll mal gleich eine Git-Ignore-Datei erstellen, damit bestimmte Dateien nicht eingecheckt werden, die ich nicht unter Source-Code-Verwaltung haben möchte. Deswegen nehme ich hier Git-Ignore-Node, und ja, eine Lizenz kann ich auch gleich angeben, eine Apache-Lizenz. Ich klicke auf Create Repository. So einfach ist das, und ich habe hier auf GitHub ein Repository angelegt. Ihr seht hier die Einstiegsseite, den Inhalt der README, den ihr für mich angelegt habt. Ich kann hier Issues verfolgen. Ich kann hier sehen, was eingecheckt wurde. Ich kann mir die Dateien angucken. Das ist alles toll gemacht. Jetzt brauche ich aber erstmal eine Kopie dieses Repositories auf meinem Rechner, und dazu muss ich es klonen, und da kopiere ich mir jetzt hier oben einfach mal die gesamte URL, gehe zu mir auf die Kommandozeile, und jetzt braucht ihr einen Git-Client, da müsst ihr euch irgendeinen Git-Client installieren, und dann könnt ihr hier sagen Git clone die URL, und jetzt wird dieses Repository geklont in ein lokales Verzeichnis MyServer. Und wenn ich da reingehe, dann sollten die Dateien da sein. Machen wir sogar nochmal ein lsla. Und dann sehe ich auch die Git-Ignore-Datei. Ja, wunderbar. Das ist eine gute Sache, vielleicht gleich schon mit der Quellcode-Verwaltung zu beginnen. Und ja, dann können wir ein Node-Modul anlegen. Also außer dem Programm Node, das wir gesehen haben, mit dem wir JavaScript-Dateien ausführen können, wird bei Node auch ein weiteres Tool mit ausgeliefert. Das ist dann nach der Installation einfach da. npm, der Package Manager. Und den werden wir jetzt in dieser Folge ganz intensiv nutzen. Ich rufe jetzt mal ein Kommando auf, npm init, und erstelle mal hier ein eigenes Node-Modul. Ja, er schlägt mir schon den Namen vor, entsprechend meinem Verzeichnis, den übernehme ich einfach. Die Versionsnummer ist okay, eine Description, da gebe ich mal ein MyServer. Entry Point ist jetzt bei uns vielleicht nicht Index.js, sondern Server.js. Test verwende mal bisher keiner, kommt noch eine spätere Folge dazu. Git Repository hat er übernommen, wunderbar. Keywords, ich gebe vielleicht mal ein Node und Server. Lizenz wollen wir eine Apache-Lizenz, und jetzt zeigt er uns das Ganze hier nochmal an. Sieht ganz gut aus. Das hier ist jetzt ein JSON-Format, die package.json-Datei, die er für uns erzeugt, die unser Node-Modul beschreibt. Ja, sieht in Ordnung aus. Ich gebe Yes ein und lade jetzt mal unser Verzeichnis in den Editor. Ich verwende dazu den Atom, da der Atom komplett in JavaScript geschrieben ist, über JavaScript erweiterbar ist, da passt er ganz gut dazu. Und ich kann auch hier links mal ein Verzeichnis anschauen, die ganze Dateien, und kann sie hier rechts editieren. Beispielsweise hier das Package.json.
die wir gerade erstellt haben. Und wir sehen hier nochmal den Name, Version, Beschreibung. Er hat mal hier sogar auch Autor ausgefüllt, die Lizenz und verweist hier auf den Issue-Tracker von GitHub und auf unsere Homepage. Wunderbar. Von hier aus können wir dann weitermachen. Jetzt möchte man als nächstes ein Modul von jemand anderem hinzufügen, mit dem wir dann den Server schreiben. Und da gehe ich auf eine andere Webseite, npmjs.com. Und das ist so eine Art Repository, da kann ich jetzt über die ganzen Module schauen, die Node-Module, die es so gibt. Und da sehen wir, es gibt 100.000 Packages, 100.000 Module. Da muss ich aber dazu sagen, nicht alle taugen was. Ich kann auch ganz leicht selber eins hochladen, aber es ist doch schon eine große Menge. Und wir haben 25 Millionen Downloads in den letzten Tagen gehabt. Im letzten Tag sogar. Eine unvorstellbare Menge. Und hier haben wir auch einige Tools, die wir noch sehen werden und mit denen wir arbeiten werden im Verlauf von dem Tutorial. Express zum Beispiel, Grunt und Bower. Ja, da sehe ich gleich nochmal ein paar mehr. Der Yeoman, der ist auch noch dabei. Jetzt möchte ich ein Modul suchen, Express, und komme dann auf die Ergebnisliste. Ganz oben ist auch schon Express dabei. Da gehe ich mal drauf und ja, da sehe ich eine kurze Beschreibung, da sehe ich auch so ein Hello World, das wir später übernehmen werden, Features, Verweise auf Docs und so weiter. Ja, wer sich drum kümmert um dieses Projekt, wunderbar. Und er sagt mir auch schon, wie ich es installieren kann, npm install express, das kopiere ich mal auf die Kommandozeile, aber vorher gucke ich nochmal mit npm info Express nach, weil da ein bisschen viel kommt, pipe ich das Ganze an einen Less, damit er mal das schön paged. Ja, hier habe ich es schon und hier kriege ich wieder einen JSON, die Package.json, eine Beschreibung von dem Express-Modul. Ich sehe wieder den Name, Description und hier die Versionen, die es so gibt. Was haben wir noch alles dabei? Die Maintainer, wer kümmert sich darum? Wer ist der Autor? Wann wurde das Ganze modifiziert? Ja, einige Benutzer, das Repository und so weiter. Ich bleibe mal kurz auf der Space-Taste, um ans Ende zu kommen. Und ich sehe, dass das Ganze auf Node größer Version 0.10.0 läuft. Wunderbar. Ja, und ganz wichtig, hier unten haben wir natürlich auch nochmal eine kryptografische Hash-Summe, um die Integrität zu überprüfen. Jetzt kann ich es installieren mit dem Kommando, das ich mal hier schon kopiert habe, npm install express. Aber ich füge noch was hinzu, minus save, damit er mir meine Package.json aktualisiert und das Ganze als Dependency einträgt. Er zeigt mir auch schon an, was er alles installiert hat und dass er weitere Dependencies hat, die er mit installiert hat, wie zum Beispiel Cookies oder auch hier vielleicht ein Accept-Modul für die Accept-HTTP-Header. Jetzt schauen wir mal ins Verzeichnis hier rein, ob sich hier was getan hat. Und tatsächlich, hier gibt es jetzt ein Verzeichnis Node-Modules. Und dieses Verzeichnis, das gucke ich mir mal im Finder an. Hier, Node-Modules, Express. Und im Express gibt es auch wieder Node-Modules und das sind die nächsten Module Cookie. Und hier habe ich dann letztendlich die Implementierung von dem Cookie-Modul. Und das ist alles hier innerhalb von unserem Projekt, sodass jedes Projekt eine andere Version vom Express haben könnte. Ich gehe wieder in Atom und gucke mir jetzt mal die Gitignore an und sehe, beim Gitignore wird dieses Node-Modules-Verzeichnis ignoriert. Ja, so dass, wenn ich jetzt mein eigenes Projekt einchecke, warum machen wir das nicht mal? Git commit
anträgt Files. Ja, dann machen wir nochmal ein git add package json git commit package json added, speichere ich ab. Und dann machen wir ein git push. Er schiebt mir das Ganze jetzt auf den Server hoch. Und wenn ich dann hier mal nachgucke, auf Refresh mache, dann hat sich was getan. Hier ist es Package JSON, die Package JSON Datei, aber nicht das Verzeichnis Node Modules. Das hat er ignoriert, das hat er nicht hochgeladen. Die Module kann sich jeder selber herunterladen und wir verstopfen damit nicht unser Repository und unser Quellcode ist insgesamt dann auch kompakter. So, dann wollten wir uns ja die Package JSON angucken, ob sich da was geändert hat und tatsächlich beim Package JSON gibt es jetzt diese Dependencies, die er hinzugefügt hat. Wir haben eine Abhängigkeit auf Express mit einer Version 4.10.6 oder höher. Das heißt, wer sich jetzt dieses Repository auscheckt, der kann sich dann automatisch diese, das sehen wir auch noch später, wie es geht, diese Dependencies besorgen lassen und dann werden automatisch die richtige Version installiert. Anstatt dieses Node-Modules-Verzeichnis durchzugehen und zu gucken, was da alles drin ist, wie wir es gemacht haben, können wir auch auf Kommandozeile npm list eingeben und bekommen dann ein Graph mit der ganzen Abhängigkeit, also entsprechend dem Node-Modules-Verzeichnis mit dem Unterverzeichnis Express und da drin liegt dann Accept oder, wo wir gerade reingeguckt haben, das Cookie-Modul. Ja, jetzt können wir endlich dran gehen, unseren Server zu implementieren. Ich mache eine neue Datei, speichere die auch gleich als server.js ab und damit ich hier nicht so viel tippen muss, gehe ich hier wieder zu meiner Seite, auf der dieses Express-Modul beschrieben wird und kopiere mir den Code fürs Hello World, füge den jetzt hier einfach mal ein. Ja, können wir auch mal kurz drauf gucken. Wir haben die Abhängigkeit zu Express, die wir uns hier mit dem Require besorgen. Dann holen wir uns aus dem Express oder über den Aufruf von Express eine App-Variable und auf der wird dann hier die Methode get aufgerufen mit dem Parameter slash, das jetzt unseren Webserver auf get-requests unterm Root-Kontext hört und dann wird, wenn das passiert, aber erst wenn das passiert, wenn ein Request reinkommt, wird diese Funktion ausgeführt, der Request und Response als Objekt übergeben, wir setzen auf die Response ein Hello World und das war es auch schon. Aber wie gesagt, dieser Code wird erst ausgeführt, wenn ein Request kommt. Ja, und dann veranlassen wir unsere App noch auf Port 3000 zu hören. Ja, das ist eigentlich schon alles. Und dann können wir die starten. So. Und dann können wir hier nochmal einen Reload machen. Hier haben wir es jetzt auch. Hello World hat funktioniert. Ja. Wir haben jetzt viel von Hand noch gemacht. Wir haben von Hand hier Module installiert, wir haben von Hand das Ganze gestartet, wir haben unsere Struktur erzeugt. Im Laufe vom Tutorial werden wir hier noch einiges automatisieren mit Grunt, mit Yeoman und wir werden noch heftig Pakete dazu konfigurieren, Module dazu konfigurieren und werden durch den ganzen Prozess durchgehen. Deshalb bleibt dabei, schaut euch die nächsten Folgen an und wenn ihr möchtet, subscribt auf dem Kanal. Bis dann!